Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Season 1 und bei mir ist diesmal nicht der Kimon, sondern nur der Finn. Juhu, hello! Und ihr seht jetzt beide Bildschirme, wie immer, wenn ich zu zweit spiele. Wir spielen weiter in dem Stadt-Texture-Pack. Guckt euch mein Show-Video darüber an. Ist sehr interessant und lehrreich. Lernen tut man immer gern bei Julia. Klar. Nein, hier ist meine Leiter, da darf ich nichts gerade drüber bauen. Dann baue ich da was hin und hier eben die Wolle. So. Dann habe ich gleich meine zweite Etage schon fertig. Mein Boden sieht ganz geil aus. Und Finn, der baut eben was Besonderes, ist aber nichts Wichtiges. Nein, das interessiert euch nicht. Doch, keine Ahnung, das ist nicht vorbei. Ja, noch ein Runde kurz. Ich baue eben mein Haus nur weiter. Das ist viel spannender als das, was Finn macht. Ja. So, da ist der Zaun. Ich werde gleich meine Schafe nochmal scheren, auch wenn ich immer noch 45 Wolle habe. Muss mir was abgeben? Nee. Weil ich nehme blaue Wolle raus. Blaue? Ach, stimmt, ich könnte mir nicht mehr. Die Kiste nervt, die mit Ich brauche jetzt eine. Kimon feiert gerade Geburtstag. Happy Birthday, Kimon. Ja, Happy Birthday. Wir magen nun dich ja alle. Ja, klar. Ja, aber wir reden nicht über ihn. Nein. Natürlich mögen wir Kimon. Er ist unser bester Freund. Nicht. Nein, Spaß. Heute war ich bei einem Fußballspiel. Der Damen. Und die eine Mannschaft, ich sag jetzt nicht welche von den beiden, hat 5-0 verloren. Sehr gut. Ich habe sofort gejubelt, juhu, unsere Mannschaft hat verloren. Und natürlich haben alle mitgesungen. Nein, Spaß, das ist, war natürlich denn nicht wie so. Wie mache ich das jetzt? Also, hier eine Wand. Mhm. Ich würde, also baue da erst eine Tür hin. Warte. Du brauchst erstmal eine Tür, damit du das verdecken kannst. Also, wenn Kimon, wenn du dieses Video siehst, dann wirst du wahrscheinlich schon eine Folge mitgespielt haben. Musst du dir aber nicht angucken. Ich nenne das Video eh wahrscheinlich wie, irgendwie anders. Irgendwie. So, okay, wenn ich hier die Wand habe. Dann. Mal kurz das iPad. Entschuldigung, dass ich hier mal nicht im Bildschirm laufe. Sorry. Entschuldigung, dass ihr meinen Po gesehen habt. So. So, Julia, wie mache ich das jetzt? So, also du machst jetzt, baust mal zwei Teile ab, wo du die Türen baust. Jetzt baue da die Tür hin. Bau einfach da die Tür jetzt hin. So von deiner Seite aus. Ja, so. Nein, auf den ersten Block. Auf den ersten Block. Nicht auf den Block. Auf den davor. Und dann. Also auf den. Ja, auf den. Und jetzt brauchst du. Gegenstandsfahren, sondern. Gemälde. Und jetzt baue das mal. Ja, genau da. Und das immer, bis so ein ganz großes Bild erscheint. Ja, genau. Jetzt kannst du nämlich die Tür aufmachen. Oder nicht? Doch. Doch, jetzt hast du es aufgemacht. So, ich guck mal kurz auf Twitter, ob jemand geschrieben hat. Also wir haben jetzt ja auch, also wir haben auch Twitter. Ja, geht einfach auf ULP. Dann seht ihr was. Lol, wo ist jetzt nochmal die, die Fackel? Die Kuh, die hat alle mitgenommen. Ich hab einen dabei, das war's. Entschuldigung, ich habe aber einen kleinen Ohrwurm, deswegen summe ich manchmal ein bisschen. Von was hast du einen Ohrwurm? Von einem Lied. Von welchem? Oh, guck mal, was Kimon in der Kiste gelassen hat. Eine Diamantspitzhacke, oh. Ja, das Lied nennt sich Eskalation von Robin Chris. Die meisten kennen es wahrscheinlich nicht, deswegen. Braucht ihr euch keine Hoffnung machen. Ich glaube, mal kümmern uns. Oh, okay, 103 zu fahren, die klaue ich mir mal einfach mal alle. Keine Diamante. Klaue ich mir jetzt. Eine Diamante. Ja. Ha, ich hab Diamanten. Den bringe ich in mein Geheimversteck. Schnell. Das bin ich bei Mercury ähnlich. Ich muss erstmal. Kies da ja hier. Das ist meine wertliche Bestellung. So, bei mir ist gerade Standbild, wenn ich gerade was gucke. Okay, ich bewege mich mal kurz.
So, da, jetzt muss ich. Ich habe eine Idee, guck mal hier. Dabei. Hier packe ich die Kiste hin, da packe ich den rein. Da baue ich dieses hier mit einer Erde zu. So dass ich immer weiß, dass. Oh ne, das sieht man. Du machst mal kurz einen Stein klar. Mhm. Warte mal kurz. Bei uns ist gerade ein Hund, der ist gerade. Oh, meine Erde! Boah, meine Erde kommt nicht zurück. Das mag ich nicht. Hier, Finn, kannst du mir ein Spiel empfehlen? Dir? Boah, welches Spiel kann ich dir empfehlen? Also ich im Moment zocke ich auch gar nicht so viel. Okay, das ist mal einmal Minecraft seit etwa einer Woche. Eine Woche spielst du Minecraft, ne? Nein, seit einer Woche habe ich lange kein Minecraft mehr gespielt, davor. Ich war ja auch lange nicht mehr hierbei. Also welches Spiel kann ich dir empfehlen? Minecraft, klar. Lass mich überlegen. Was zocke ich im Moment? Kann ich eigentlich. Ja, Assassin's Creed 4. Klar, und GTA 5. Aber das zocke ich selber nicht, deswegen. GTA 5 spielst du? Nein, spiele ich nicht, deswegen ja. Okay. Aber ich kann mir das empfehlen, wenn es cool ist. Ich habe hier ein Thema, worüber wir diskutieren könnten mal. Nämlich über sowas wie ab 16 Spiele. Wie zum Beispiel. Was sag ich mal, Skyrim, Battlefield und sowas. Call of Duty. Ja, wenn das so Minderjährige wie zum Beispiel so, also wenn zum Beispiel ein ab 18 Spiel so ein ab so ein 13-Jähriger so ein ab 18 Spiel spielt, zum Beispiel. Was hältst du denn davon? Ich halte da nichts von. Er spielt und ist fertig. Das ist seine Sache. Ja, aber ich finde, man hört ja, dass schon welche sich umbringen. Also. Ja, ich weiß, aber ich spiele ja auch so Spiele, also zu Hause immer. Ja. Ich darf es auch nicht spielen, wenn man so sagt. Ja, was spielst du denn für Spiele? Ich zocke immer heimlich zu Hause Begun, also Begone oder Begun. Habt ihr in der letzten Folge auch schon mal gehört, glaube ich, das Wort? Ja. Ist ab 18 oder keine Ahnung, ab wie vielen Jahren. Das ist ein Ego-Shooter, gibt man seinen Namen ein, wie man heißen möchte, und kann einfach loszocken. Mhm. Ich glaube, geil, das fand ich die allergeilste Grafik, aber ist so cool. Ist so cool. Ja, ist cool. Ja, also ich halt nicht viel von so welchen, die so richtig mit jungen Jahren das schon spielen. Aber warte, ich baue mal kurz mein Bett um. Julian, irgendwie, ich sag es nicht, disst dich damit manchmal ein bisschen selber gerade irgendwie. Ja, okay, aber ich spiele jetzt nicht so. Ich baue mal kurz hier und hier Diamantenspitzhacke, was ich kurz brauche. Und meine ist jetzt kaputt. Also ich spiele jetzt nicht sowas wie Call of Duty, Battlefield und sowas. Welches Spiel spielst du denn? Ich spiele Assassin's Creed, das habe ich schon einmal aufgenommen. Ja, spiele ich auch. Und das ist ja nicht so, ja, ich muss alle Leute abmetzen, Junge, ja. Und das geht ja auch um Strategie manchmal. Mhm. Zum Beispiel, dass du in so einem Gefängnis festsitzt. Ich kenne was, ich will das den Zuschauern erklären. Also ja, ich zock 3, also ich zock Assassin's Creed 3. 1, 2, 3, 4. Ja, und dann bist du so zu sagen in einem Gefängnis, aha, zum Beispiel, und dann musst du irgendwie so eine Aufgabe erfüllen, dass du aus dem Gefängnis rauskommst. Mhm. Schlau, dass du mich jetzt hier rausgebracht. Und das ist eben auch Strategie, du musst nicht wie bei Call of Duty hinkriegen, dass du so lange überlebst. Scheiße, ich komme hier nicht mehr runter. Ah doch. Puh, so. Wo habe ich denn jetzt das da hingebaut? So? Alter, die Spinne, die nervt gerade. Oh, ich bin so gut. Ich suche Fackeln, habe aber überall Kohle rumliegen. Von Kimmel oder was? Oh, aber Kimmel und ich leben ja zusammen. Willst du nicht mal kurz den Redstone-Teil rauswerfen? Das mache ich gleich. Ja, aus Versehen so. Also, das. Oh, Redstone. Huch! Habe ich es fallen gelassen? Ja, diese Taktik mache ich gleich. Das ist diese Taktik. Alter, diese Spinne nervt gerade. Ihr seht gerade nichts, was ich will. Sehen die das? Was? Ja, ihr seht ja, was ich mache gerade. Ist bei dir die Spinne oder bei mir? Sonst würde ich sie töten. Ja.
Steht mich auch gerade nicht. Ich hasse sie, weil sie mich gerade die ganze Zeit aufregt. So, dann baue ich hier noch eine Runde. Ja, Ballerspiele, haben wir gerade aufgehört zu reden. Genau. So, also man hört ja zum Beispiel, also hast du davon gehört, dass in Amerika YouTube abgeschafft werden soll und Facebook? Nein, habe ich nicht. Das ist ja auch sowas Ähnliches, dass so öffentliche Portale, so online und weil ich habe mal Call of Duty, das mein Freund hat das und der... Meine auch, also... Ja, der spielt dann immer irgendwie Zombie-Mode oder sowas, also... Ist ja nicht schlimm, wenn man gegen Zombies kämpft, ne? Also, ich habe nichts dagegen, auch. Aber du musst ja nicht unbedingt alle Zombies abmetzeln sofort. Du kannst ja auch mal versuchen, irgendwie durch Strategie sie alle nacheinander zu töten. So, einen nach dem anderen, einmal den Kopf abschlagen, den anderen den Kopf abschlagen. Wer hat uns denn diese Frage geschickt bei Twitter? Niemand. Die habe ich gerade mir selber ausgedacht, damit wir mal ein Thema haben. Weil ich gerade nicht auf Twitter war, sondern was anderes, sondern bei so einem komischen Eisenbahn. Ich habe mal endlich mein das erste Eisen in. Ja, ich habe schon mal 8 gefunden, aber dann wurde mein Inventar durch die Festplatte gelöscht. So, endlich Eisen! Ja, bin ich glücklich. Wo bist du denn? Ich habe bei mir im Geheimraum. Aber warte, ich guck mal kurz nach einer neuen Frage. So. Alles ist ruhig. So, Fragen. Findest du gerade nichts? So, hier. Ach nee, das ist hier Wissen. Gute Frage, Frage. Frage. Boah, Alter, diese Spinne regt mich gerade richtig auf. Wieso, wo ist die denn überhaupt? Kaffee. Oh, sie ist tot. Hast du sie getötet? Nö, die ist gerade irgendwo runtergefallen, glaube ich. Gut. Michael, dann gehe ich doch auf Twitter kurz. Jetzt höre ich einen Zombie oder was? Es ist Nacht. Ja, ich muss mich gleich hier kurz in mein Bett legen. Ich dann wieder so, dann twitter ich kurz. Dass die Fragen brauchen. Ich habe mich nur kurz reingelegt, dass ich hier wieder respawne. Anmelden. Ah, nicht anmelden, nein, nicht anmelden, nicht anmelden. Ich muss mich ja nur anmelden. Eindruck. Ich will nicht registrieren, heißt das hier. Boah, lol. Das. Ho, geil, ich bin morgens in den Keller angestoßen. .de Passwort sage ich jetzt auch laut. Julian, kannst du mir mal ein bisschen Wolle geben, bitte? Weil ich brauche das für meinen Raum, weil ich wollte hier ein bisschen verschönern. Ja, gleich. Weil du mir ja auch so... Ich geb dir gleich Redstone umsonst. Ich hoffe, die Mauer ist jetzt nicht verschoben. Kannst du kurz pennen gehen? Ich will gerade ein bisschen. So. Dann geh ich kurz pennen, während ich gerade auf Twitter bin. Okay, jetzt muss ich kotzen, immer wenn man beim Drill. So. Oh nein, ich bin nicht auf Twitter download. Gesetzt.
So. So, die Aufnahme ist eh in 5 Minuten vorbei, dann baue ich so lange einfach mein Haus noch weiter, indem ich hier das Holz abbaue. Und dann in der nächsten Folge werden wir ein paar Fragen. Vielleicht haben wir das funktioniert. Ich verstehe nicht Twitter so ganz. Also, ihr könnt das mal. Ich hab's ja auch selber. Jetzt ehrlich? Ja, ich hab Twitter und ich hab Facebook und ich hab Instagram. Ich hab alles. Ich hab Telegram, ich hab WhatsApp. Einfach alles. Und dann, ihr könnt mir ja einfach mal eine Anleitung schicken oder so. Meine E-Mail-Adresse ist das sag ich jetzt nicht. Ist das ist blöd. Das schicken wir die ganze Zeit immer. Da hast du Holz. Ich brauche unbedingt Holz. Ich hab Holz, aber das brauche ich selber. Entschuldigung. Ich brauche jetzt mal ein Ding. Ich komme gleich kurz bei euch vorbei. Guck. Ja, ich packe ihm kurz alle seine Sachen an die Seite, weil, ich hab nämlich so Hunger, kann nicht mehr sprinten, deswegen kill ich mich ganz kurz, ja. Ja, dann darfst du aber in dieser Folge nicht mehr sterben, ne? Sonst bist du auch. Ich dachte, Selbstmord ist normal, darf man. Ja, weil wenn du jetzt stirbst, dann darfst du in dieser Folge nicht normal sterben, sonst musst du dich. Wie lange ist die Folge noch? 4 Minuten. Man, das kann ich alles. Mein Bring ich den. Ich kann mir wirklich nichts zu essen bei. Ja, ich kann auch noch im Vorbei und bringe das in alles. Das kann ich nicht mehr. Ja, ich stelle kurz noch ein paar Schafe. Ich Alter. Gegen eins der Wolle, Julian. Nö. Gegen eins der Redstone. Nur Wolle ist viel kostbarer. Weil Wolle viel länger dauert. Ich zu einem Schaf krieg ich 3 Wolle. Ey, aber nur Truhe. Oben 2 sogar. Alter. Das ist voll hier. Ich habe jetzt schon wieder 27 oder so Wolle bekommen. Ja, guck, wie schnell das geht, Julian. Ja, so, ey, du kriegst aber keinen Stack. Du kriegst ja dann. Ich geb dir 20. Ja, ich brauche das. Wo immer den Hunger ist, ich nicht mal. Ich hätte die nur Lust. Ich hätte die nur noch was. So, das brauche ich da hin. Ne, erstmal muss ich glaube ich hier das mit der. Ach ne, jetzt werfe ich die ganze weiße Wolle vor mich. Ja, das ist ja cool. Weil ich werde in der nächsten Folge eine automatische Zuckerrohr fahren, vielleicht. Ich baue einen. Ja. Halbautomatisch? Wahrscheinlich auch automatisch, habe ich gesagt. Aber du musst ja noch nachpflanzen dann. Und bei Weizen geht es ja nicht anders, weil wenn man das einmal kaputt macht. Weil wenn man Weizen einmal kaputt macht. Was suchst du mich gerade? Ja. Das ist ein Ei. Ja genau, da lang, glaube ich. Ich hab ein Bad in Gesicht, ich bin deine Mutter. Hallo. Kann ich mir das bauen? Los, komm hier hin. Guck einmal, komm, ich bin nicht aufbauen. Ja, jetzt komm. Ich renne über Bäume. Ich kann nicht aufbauen, du musst schon mal kommen. Ich renne auf den Bäumen, ich laufe da Bäume. Nerv jetzt nicht. Los, komm her. Aua! Hier, deine Wolle. Das ist mein Wix. Na klar. So, das reicht. Gib mir den Stick, bitte Holz down. Ey, du stirbst gleich. Nee, gib mir bitte den ganzen Stick. Los. Los! Ich könnte dich töten mit einem Schlag. Alter! Oh, renn nach Hause! Ich hunger! Alter, der ist fast tot. Ein Schlager, der ist fast tot. Bleib stehen, Schwein! Okay, hiermit beenden wir diese Folge. Finn darf dann in der nächsten Folge nur einmal sterben. Okay, bis zur nächsten Folge. Ciao!